Zusammen. Mein Name ist Liz und ich bin Yoga-Lehrerin für das Training. Ich freue mich total, dass ich heute gemeinsam mit euch in einem kurzen und knackigen Flow über die Matte fließen darf. Ich habe euch einen schönen Stretch-Flow mitgebracht, den du sowohl super schön am Morgen ausführen kannst, bevor du an die Arbeit gehst, aber genauso gut auch am Abend machen kannst, wenn du den Abend ausklingen lassen willst oder du dich sogar sportlich gut betätigt hast und du einfach deinem Körper noch mal ein bisschen was Gutes tun willst. Du brauchst für diese Praxis grundsätzlich gar kein Equipment, hast du Yoga-Blöcke zu Hause, kannst du sie super gerne bereitlegen und ansonsten treffe ich dich einfach jetzt direkt auf deiner Matte und zwar im Fersensitz. Komm in den Fersensitz an das Ende deiner Matte. Und wenn du merkst, dass es dir an den Knien oder an den Schienbeinen unangenehm ist, auf deinen Fersen zu sitzen, kannst du dir zum Beispiel super gut ein Kissen oder einen Block nehmen und schiebst dir das zwischen deine Beine, damit du so ein bisschen erhöht sitzt. Alles eine Möglichkeit, alles eine Variante. Wenn der Fersensitz für dich und deine Knie gar nicht funktioniert, dann einfach in den Schneidersitz kommen. Und dann komm hier erstmal für einen Moment an, lass deine Hände einfach auf deinem Schoß ruhen, so wie es sich angenehm und natürlich anfühlt. Und wenn du soweit bist und bereit bist, deine Praxis zu starten, dann schließe ganz sanft deine Augen. Lehn dich ganz bewusst mal ein Stückchen mehr zurück, damit du Platz und Raum vor dir schaffst. Deine Schultern ganz bewusst nach hinten und weg von dir rollen. Und dann beginne deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung zu lenken. Gleichmäßige und tiefe Atemzüge durch die Nase ein und lange durch den Mund aus. Tief durch die Nase ein, lange durch den Mund aus. Nochmal so tief ein, langes Ausatmen. Nehme dir einen kurzen Moment, bevor du deine Bewegungen startest, um dir zu Augen zu führen, warum du heute hier bist. Was hast du mit auf deine Matte gebracht oder warum möchtest du jetzt gerade in diesem Moment Yoga praktizieren? Kann ein Wort sein, kann ein Satz sein, was auch immer es ist. Atme tief und fest ein, bring deine Arme über die Seiten nach oben, reck dich, streck dich, zieh dich lange auseinander, die Nasenspitze leicht heben. Atme aus, bring deine Hände vor dein Herz in Anschau die Mutter. Lass deine Augen super gerne geschlossen. Atme ein, zieh die Arme über die Seiten nach oben, mach dich lange, Fingerspitzen aktiv. Atme aus, twiste dich nach rechts, deine linke Hand an deinem rechten Schenkel legen, rechte Hand hinter deine Zehen. Atme hier schön tief und fest ein, schieb deine Sitzbeinhöcker zum Boden. Atme aus, twiste dich vielleicht ein Stückchen tiefer. Atme ein, beide Arme wieder nach oben, reck dich, streck dich, zieh dich lange auseinander. Atme aus, twist nach links, rechte Hand auf den linken Schenkel. Atme hier schön tief und fest ein, Länge in deiner Wirbelsäule. Atme aus, twiste tiefer. Atme ein, Länge finden. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Atme ein, zieh deine Arme weit auseinander, führ den Brustkorb nach vorne, leichte Rückbeuge. Mit der Ausatmung über die Seiten weit nach vorne, greif noch einen runden Katzenbuckel, Handflächen berühren sich. Nochmal so, atme ein, Arme weit auseinander, ziehen Herz nach vorne, schieben, Nasenspitze heben. Ausatmen, runder Katzenbuckel, Handflächen zueinander, Herz nach hinten schieben. Letztes Mal, atme ein. Atme lange aus, greif weit. Atme ein, zieh dich auseinander, gerade Wirbelsäule.
Mit der Ausatmung die Hände jetzt vor dich in die Matte geben und dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Richte dich hier ein in deinem Vierfüßlerstand, entweder den Fußspann auflegen oder die Zehen aufgestellt lassen, deine Wahl. Finger sind weit aufgespreizt, Hände unter deinen Schultern. Streck die Ellbogen gut durch, den Nabel zu deiner Wirbelsäule heranziehen. Und dann beginne leichte kreisende Bewegungen. Schön mal deine Wirbelsäule hier durchkneten, die Hüfte nach links und rechts wackeln lassen. Lass den Nacken los, schiebe ein bisschen nach vorne, schiebe ein bisschen zur Seite. Knete hier deinen Körper richtig gut durch, mit deinen eigenen Bewegungen und mit deiner Atmung. Schau, dass du gleichmäßig und rhythmisch atmest. Schau, dass die Anspannung in deinem Gesicht loslässt. Und dann einfach nur sanft nach vorne und nach hinten gleiten. Sehr gut. Richte dich wieder neutral aus in den neutralen Füße schon. Spreiz die Finger weit auseinander. Atme ein, komm in die Kuh, schieb deine Nabel zur Matte, heb deinen Blick. Atme aus, push, runder Katzenbuckel, mach eine schöne runde Katze hier. Atme ein, komm in die Kuh. Atme aus, push für die Katze. Sei aktiv hier, atme ein, nochmal so für die Kuh. Atme aus, sei so rund du kannst für eine schöne Katze. Atme ein, komm in den neutralen Vierfüßlerstand. Lehne dein rechtes Bein, stell deine rechten Zehen hinten auf der Matte auf, dein rechtes Bein bleibt durchgestreckt. Kleine Wippbewegungen nach vorne und nach hinten, beiden Rückseite hier richtig schön aktivieren und stretchen. Deine Schultern schieben leicht nach vorne zu deinen Fingerspitzen, Nabel ist aktiv. Atme jetzt ein, heb dein rechtes Bein von der Matte, flex direkt den rechten Fuß, nimm den linken Arm dazu für eine Waage. Atme aus, Knie und Ellbogen zueinander führen, mach dich klein und rund. Balance halten, Nabel aktiv, atme eine Länge finden. Atme aus, Knie zu deinem Ellbogen. Ein letztes Mal, atme ein. Und ausatmen, die linke Hand unter deine linke Schulter stellen. Klapp den linken Fuß um, stell die linken Zehen an die Außenkante der linken Mattenseite. Side Plank, atme ein, heb deinen rechten Arm nach oben, schieb den rechten Fuß weit weg von dir. Bleibe hier und atme aus. Schön das rechte Bein parallel zur Hüfte, schieb die Ferse weg von dir, atme hier ein. Ausatmen, alles wieder zurücksetzen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Atme ein, einmal Katze Kuh, schieb den Nabel zur Matte. Ausatmen, push, runder Katzenbuckel. Mit der Einatmung kommst du in den neutralen Vierfüßlerstand, stell deine linken Zehen hinten auf und dann wippst du wieder ein bisschen nach vorne und nach hinten. Schön aktiv hier in der Beinrückseite bleiben, deine Finger schön weit auseinanderspreizen und schön in den Boden gehen. Sehr gut. Atme ein, heb dein linkes Bein an, Fuß ist geflext, rechten Arm dazu nehmen. Schöne Waage hier, Balance finden. Atme aus, Knie, Ellbogen zueinander. Atme ein, finde Länge, Fuß ist aktiv. Ausatmen, Knie, Ellbogen. Ein letztes Mal, atme ein. Ausatmen, rechte Hand unter die Schulter stellen, rechten Zehen Außenkante der Mattenseite. Atme ein, linken Arm nach oben ziehen, komm in das Seitplan, schieb die linken Ferse weg von dir. Bleibe hier und atme aus. Für die Balance entweder den Blick nach unten zur rechten Hand geben oder challenge dich ein bisschen, schau zu deiner linken Hand nach oben. Atme nochmal ein. Ausatmen, zurückkommen in den neutralen Vierfüßlerstand. Atme ein für die Kuh, zieh den Nabel zur Matte, heb den Blick. Ausatmen, runder Katzenbuckel. Bleibe in diesem Katzenbuckel, stell deine Zehen hinten auf, atme ein, zieh beide Schienbeine gleichzeitig von der Matte weg. Schwebender Tisch hier, lass den Nacken los. Bleibe hier, atme aus. Schieb die Handflächen gut in die Matte, die Ellbogen sind gestreckt, atme ein. Und ausatmen, führe dein Gesäß nach hinten oben in den herabschauenden Hund. Schau, was du brauchst hier in deinem Hund. Gerne mal eine Hüfte zur Seite geben, zweite Hüfte zur Seite geben. Lass den Nacken gut los. Sag gerne mal ja, ja und nein, nein. Man knete hier nochmal schön deine Wirbelsäule durch, sanft deine Beinrückseiten aufwärmen.
Sehr fein. Wander langsam mit deiner rechten Hand ein Stückchen weiter zu dir heran, kürze deinen Stand ein bisschen und dann greif mit deiner linken Hand zu deinem rechten Fußgelenk. Atme hier schön tief und fest ein, zieh dich an diesem rechten Fußgelenk näher heran. Mit der Ausatmung schaust du unter deiner rechten Achsel hindurch. Gerne kannst du die Knie angebeugt lassen, wenn du brauchst. Atme ein. Atme lange aus. Löse das auf. Linke Hand zurück in die Matte geben, rechte Hand an den linken Knöchel. Atme ein, zieh dich an dem linken Knöchel heran. Und ausatmen, schau unter der Achsel hindurch, schöner Twist hier. Atme tief ein. Und atme lange aus. Nimm beide Hände zurück in die Matte. Wir treffen uns im herabschauenden Hund richtig so ein, dass es für dich angenehm ist. Deine Füße schön hüftweit aufgestellt lassen. Lass deine Beine gerne noch ein bisschen gebeugt, wenn du brauchst. Und dann finde hier langsam Stille. Schieb richtig schön die Handflächen in die Matte. Deine Schultern sind weg von deinen Ohren. Lass den Nacken los und entspannt. Atme ein, nimm dein rechtes Bein nach oben. Komme in einen dreibeinigen Hund. Atme aus, dein rechtes Knie zu deiner Nasenspitze. Atme ein, finde Länge. Führe den Fuß weit nach oben und weg von dir. Mit der Ausatmung den rechten Fuß langsam zwischen deine Hände stellen. Lege dein linkes Knie auf. Atme ein Low Lunge, Anjaneyasana, die Fingerspitzen nach oben Richtung Decke, schön Länge in den Flanken. Atme aus, sanfter Twist zu deiner rechten Seite, deine linke Hand führt dich. Atme ein, beide Arme wieder nach oben, kommen in den Low Lunge. Ausatmen, beide Hände nach vorne in die Matte geben. Wander mit deinen Fingerspitzen ein Stückchen nach vorne. Atme ein, beug dein rechtes Knie an, fühle dein Herz nach vorne für den Runner's Lunge. Und dann atme aus, führe deine Hüfte zurück, streck dein vorderes Bein so weit du kannst. Atme ein, beug dein vorderes Bein wieder, komm in den Runner's Lunge. Atme aus und schieb deine Hüfte zurück, vielleicht mit den Fingern ein bisschen nach hinten wandern wieder. Atme ein, komm nochmal nach vorne, wir gehen dreimal. Atme aus, schieb dich zurück, halber Hahnemann. Atme ein, beug dein vorderes Bein, gib Druck in deine Hände, wander jetzt mit den Händen wieder an den Mattenanfang. Mit der Ausatmung steigst du langsam und achtsam nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, wähle den langen Rücken, Hände auf deine Schenkel oder Schienbeine. Ausatmen, lass dich tief und versinken, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Nochmal so aktiv, squeeze die Pobacken, squeeze den Nabel, atme ein, langer Rücken. Und ausatmen, lass dich ein Stückchen tiefer sinken in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, Urdhvarasthasana, die Hände über die Seiten nach oben ziehen, über deinen Kopf, dein Blick hebt sich. Ausatmen, twiste nach rechts, deine linke Hand führt dich. Atme ein, beide Arme zurück nach oben. Und ausatmen, Hände über die Seiten öffnen, lass dich nach vorne sinken, Uttanasana, die Vorwärtsbeuge. Atme ein, langer Rücken. Ausatmen, die Hände in die Matte geben, steige zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, roll dich nach vorne, Wirbel für Wirbel, komm in ein Brett. Ausatmen, Knie ablegen, dann folgt langsam dein Brustkorb. Atme ein, Bhujangasana, Cobra, Herz nach vorne ziehen, Schultern zurück. Ausatmen, leg die Stirn ab. Nimm deine Hände gut unter deine Schultern, squeeze die Ellbogen zu dir heran, schieb deine Zehenspitzen nach hinten weg von dir. Atme ein, squeeze die Pobacken, heb dein Herz nach oben, komm nochmal in die Cobra. Und bleibe hier und atme aus. Atme nochmal ein, schieb dein Herz schön weit nach vorne. Mit der Ausatmung Druck in deine Hände, heb dich über die Knie zurück in die Kindeshaltung. Atme ein, runder Katzenbuckel, roll dich Wirbel für Wirbel nach vorn. Mit der Ausatmung Druck in die Zehen hebst du dich zurück in den herabschauenden Hund. Atme hier schön tief und fest ein. Und atme lange aus. Nochmal so, atme ein. Und atme aus.
Atme ein, zweite Seite, linkes Bein nach oben nehmen, dreibeiniger Hund. Atme aus, linkes Knie zur Nasenspitze, runder Buckel, schieb dich nach vorne. Atme ein, finde Länge. Ausatmen, langsam achtsam, linken Fuß zwischen deine Hände stellen, lege dein rechtes Knie auf. Atme ein, Anjaneyasana, der Low Lunge, führ die Fingerspitzen weit nach oben. Atme aus, twiste dich nach links, deine rechte Hand führt dich. Atme ein, beide Arme weit nach oben bringen, zieh den Nabel heran. Ausatmen, die Hände nach vorne in die Matte geben für den Runner's Lunge. Atme ein, Herz nach vorne aktiv schieben. Mit der Ausatmung streckst du dein linkes Bein durch, zieh die Zehen zu dir heran. Atme ein, finde Länge, schieb dein Herz nach vorne. Ausatmen, zurückleiten in den halben Hanuman. Letztes Mal, atme ein und atme lange aus. Atme ein, beug den vorderes Bein, verwurzel den linken Fuß, linken Fingerspitzen ein Stück nach vorne geben. Mit der Ausatmung langsam achtsam, rechten Fuß neben den linken stellen, in die Vorwärtsbeuge, lass dich sinken. Atme ein, langer Rücken, aktive Bauchmuskulatur. Ausatmen, sinke tief. Nochmal so, atme ein. Atme lange aus. Atme ein, Urdhvasthasana, die Hände über deinen Kopf bringen, reck dich, streck dich. Atme aus, Füße nach links, deine rechte Hand führt dich. Atme ein, beide Arme nach oben, heb deinen Blick. Mit der Ausatmung verzahnst du jetzt deine Finger hinter deinem Rücken ineinander. Atme ein, führ die Fingerspitzen weit nach hinten, roll die Schulterblätter zurück. Mit der Ausatmung langsam achtsam, lass dich nach vorne gleiten in die Vorwärtsbeuge. Fingerkuppen kommen über deinen Kopf. Lass dich hier schön los, richtig schön mal ja, ja und nein, nein sagen. Gerne kannst du auch mal ein Bein mehr beugen wie das andere und schön die Schultern hier noch stretchen. Schau einfach, was sich richtig anfühlt, was dir gut tut. Sehr gut. Atme hier nochmal schön tief und fest ein. Und ausatmen, löse langsam deine Hände auf, komm nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Atme ein, ein langer Rücken. Und ausatmen, Hände in die Matte und steige zurück in den herabschauenden Hund. Ein Vinyasa, atme ein, roll dich nach vorne, Wirbel für Wirbel. Ausatmen, Knie absenken, dann folgt dein Brustkorb. Ellbogen squeezen am Oberkörper, atme ein, zieh dein Herz hindurch. Komm in die Cobra, schieb den Fußnagel hinten in die Matte. Atme aus, leg dich ab. Nochmal so, atme ein, heb dich nach oben in die Cobra, vielleicht geht's ein Stück weiter. Bleib hier und atme aus. Atme nochmal schön tief und fest ein. Und ausatmen, langsam über die Knie schieben, kommst du zurück in Balasana, in die Kindeshaltung. Und hier bleiben wir für einen Moment. Lass deine Fingerspitzen sich weit nach vorne wandern. Schön deine Stirn in die Matte geben, falls möglich. Du kannst deine Beine auch ein bisschen weiter auseinanderschieben, um deinen Bauch und Herz zwischen den Beinen sinken lassen zu können. Atme schön in die Rückseite deines Herzens, diese Partie zwischen deinen Schulterblättern und spüre ganz genau, was du wahrnimmst. Schöne Atemzüge hier. Gleichmäßiges Atmen. Sehr gut. Und dann wander langsam mit deinen Händen zurück zu deinen Knien. Setz dich für einen Moment nochmal auf in diesen aufrechten Kniesitz, den du am Anfang deiner Praxis gewählt hattest. Leg deine Hände in deinen Schoß. Und dann lass deine Augen super, super gerne geschlossen und spür einfach nach. Spür ganz genau, was du wahrnimmst. Beobachte deine Atmung wieder, wenn du etwas brauchst, worauf du dich konzentrieren magst.
Sehr gut. Bringe langsam deine Augen auf, lass deine Hüfte nach links oder nach rechts sinken und dann bring deine Beine weit nach vorne. Mach noch zwei schöne Stretches und einen Twist und dann haben wir es schon geschafft. Schieb deine Zehen nach vorne weg von dir. Hast du einen Block oder ein Kissen, kannst du dir zum Beispiel diesen Block zwischen deine Schenkel nehmen, um deine Stirn hier drauf abzulegen oder einfach ein Kissen auf deine Schenkel platzieren. Ansonsten, wenn du nichts da hast, dann einfach ein bisschen mal nach links und rechts wackeln auf deinem Gesäß, deine Zehen zu dir heranziehen und dann atmest du ein, mach deinen runden Rücken schön gerade, schieb deine Sitzbeinhöcker in den Boden. Und mit der Ausatmung lässt du dich langsam und achtsam nach vorne absinken und dann schaust du, wo deine Reise endet. Knie greifen, Schienbeine greifen, Füße, Zehen, was auch immer du greifen kannst. Und lass dich hier richtig schön sinken in die Vorwärtsbeuge. Richtig schöne Öffnung von Beinrückseiten und Rückenmuskulatur. Extrem wichtig, wenn du viel sitzt, viel am Schreibtisch sitzt, um diesen Muskeln und den Verklebungen deiner Faszien ein bisschen entgegenzuwirken. Atme schön tief und fest ein und atme lange aus. Atme tief ein und atme lange aus. Nochmal so, atme ein und langes Ausatmen. Langsam und achtsam hebst du dich zurück in die sitzende Haltung. Lass gerne die Augen geschlossen, wenn du möchtest, und dann bring einfach nur deine Fußsohlen zueinander in den Diamantensitz. Zieh deine Fersen, wenn du schön stark in die Hüftöffnung gehen willst, ziehst du deine Fersen stark zu dir heran. Dann hast du eine größere Öffnung hier in den Leisten. Oder schieb die Füße weiter weg von dir, dann wird es hier etwas angenehmer. Auch hier kannst du wieder einen Block oder ein Kissen vor dich legen, worauf du dich platzieren magst, kannst diesen Block auch gerne zwischen deine Füße geben. Oder setz dich auf eine zusammengerollte Decke. Das kann dir auch gut helfen, dich nach vorne absinken zu lassen. Welche Variante du auch immer wählst, langsam lässt dich nach vorne absinken. Und da, wo auch immer du endest, da endet auch deine Reise und da bleibst du für einen Moment. Richtig schöner Schmetterling hier. Nochmal Innenseite und Außenseite der Hüften gut öffnen und dehnen. Und dann versuche auch hier wieder entspannt zu bleiben und gleichmäßig in deiner Atmung. Nehme mal ganz bewusst deine Zunge weg von deinem Gaumen. Ein letzter tiefer Atemzug hier ein und langes Ausatmen. Langsam Druck in deine Hände geben, Hälfte zurück auf in eine sitzende Haltung, bring deine Knie sanft zueinander und dann steck deine Nasenspitze mal zwischen deine Knie, mach dich klein und rund. Bring deine Hände dann hinter dein Gesäß, Fingerspitzen schauen zu den Pobacken. Stell deine Füße Hüftballen auf der Matte auf. Wir machen kleine letzte Twists und Rotationsbewegungen. Lass deine Knie einfach wie Scheibenwischer zur linken Seite absinken. Wenn du möchtest, kannst du dabei leicht noch über deine rechte Schulter schauen. Richtig schöne Rotation in deinem Rumpf. Atme ein, zurück zur Mitte. Und ausatmen, rotiere nach rechts, Blick geht nach links. Zweimal noch so einatmen, ausatmen, absinken, schau über rechts, atme ein, Mitte, ausatmen, Knie nach rechts, Blick geht nach links. Letztes Mal, atme ein, ausatmen, links, Blick zu rechts, atme ein und ausatmen, rechts und Blick zu links. Atme ein, komme zur Mitte. Und dann langsam kommst du in Sukhasana, in die Easy Pose, genauso wie wir gestartet haben. Einfach deine Beine übereinander legen, lass deine Hände in deinem Schoß ruhen, da wo es sich angenehm anfühlt und dann schließ nochmal für einen Moment deine Augen.
Schieb deine Sitzbeinhöcker aktiv in deine Matte, roll deine Schulter nach hinten und weg von dir. Und dann nimm dir einen Moment Zeit, um nachzuspüren. Einfach diese Praxis nochmal aufzusaugen, zu verinnerlichen, um genau zu sehen und zu fühlen, wie sich mein Körper nach diesen paar Bewegungen schon verändert hat und wie er sich anfühlt. Bleibe trotzdem wachsam und aufmerksam mit deiner Atmung. Lass sie gleichmäßig ein- und ausdringen. Das war die Intention deiner Praxis. Und ist diese Intention weiterhin noch präsent? Atme tief und fest ein und atme lange aus. Bring deine Hände vor dein Herz, Anjali Mudra. Kleine Achtsamkeitshaltung, einfach nur für dich selbst, aus Respekt vor dir selbst, dass du dir Zeit genommen hast, am Morgen oder am Abend oder wann auch immer, dich einfach nur mal mit deinem Körper zu verbinden. Ich danke euch allen, dass ich euch durch eure Praxis leiten durfte und freue mich, euch bald wieder zu sehen. Bis ganz bald. Namaste. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich super, super arg, dass ich euch durch einen kurzen Flow leiten durfte und wir so wieder gemeinsam präsenter sind von das Training. Und schreibt uns super gerne, wie euch der Flow gefallen hat. Gebt uns eine kurze Rückmeldung, was ihr euch wünscht, welche Flows ihr euch wünscht für die Zukunft, damit wir auf eure Wünsche eingehen können. Bleibt gesund und munter und bis ganz bald. Tschüss!